Die vergangene Handelswoche hat sich angefühlt wie ein ziemliches Sommerloch. Kaum Konjunkturdaten, praktisch nur Unternehmensdaten aus der zweiten und dritten Reihe. Und die Wall Street hat das gemacht, was sie sehr gerne macht, wenn nichts los ist. Man steigt unter allerdünnsten Volumen. Genau das ist jetzt passiert oder ist in der letzten Woche passiert. Aber jetzt wird es interessant. Jetzt steht nämlich die Frage im Vordergrund, ob die Zinssenkungshoffnungsrallye, die wir jetzt gesehen haben, wirklich berechtigt ist. Denn wir haben große Daten, die die Richtung der Aktienmärkte stark beeinflussen dürften. Wir haben Aussagen von Jerome Powell. Wir haben die Einzelhandelsumsätze, die nochmal die Frage stellen, wie schaut es denn wirklich um den Konsumenten aus in den USA, nachdem am Freitag die Verbraucherstimmung der Uni Michigan ja so dramatisch abgestürzt war. Schauen wir uns das Setup für diese sehr spannende Woche mal an und starten zunächst mal mit den Daten am Dienstag, die Erzeugerpreise. Das wird schon richtig wichtig, denn da wird man eine Richtung schon ableiten können, wie am Mittwoch die Inflationsdaten ausfallen. Dazu am Dienstag dann noch Jerome Powell mit Aussagen, dazu gleich mehr. Am Mittwoch dann auch noch die US-Einzelhandelsumsätze. Dann haben wir 12 Fed-Speaker in dieser Woche. Und all das wird wieder ein bisschen Action geben, nachdem wir minimalste Volumina gesehen haben. Gucken Sie sich mal die Umsätze beim SPY hier rechts an, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Nie über 45 Millionen Kontrakte. Durchschnitt ist so 75, 80 Millionen. Das heißt, wir haben um und bei die Hälfte des normalen Volumens gehabt, Handelsvolumens gehabt in der letzten Woche. Und Stifel, dieses Analysehaus in den USA, sagt, also nach dieser Rallye geht es jetzt wieder bergab, denn die Fed sei weit entfernt davon, ihr Inflationsziel zu erreichen. Aber wie gesagt, es werden die Inflationsdaten zeigen müssen, ob dem so ist oder eben nicht, oder ob die Märkte weiter Party feiern können. Wenig Party scheinbar derzeit bei den Konsumenten. Das Verbrauchervertrauen Uni Michigan mit dieser krassen Verfehlung, eine 7er Standardabweichung, die hier zu konstatieren war, das Verbrauchervertrauen kollabiert, weil erstens die Leute eine weiter hohe Inflationserwartung haben, zweitens eben sagen, die Zinsen, die werden nicht so schnell gesenkt werden. Das sehen die Konsumenten also anders als die Wall Street offenkundig. Und man fürchtet eben auch zunehmend Jobverluste, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten so langsam zu kippen beginnen, hat man den Eindruck. Wir hatten ja hier die größte Verfehlung in Relation zur Erwartung, die jemals verzeichnet wurde bei diesem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Eine Umfrage, die es seit den 1940er Jahren gibt. Und all das bestätigt, was US-Konzerne wie McDonald's, wie Starbucks und viele andere gesagt haben, es ist vor allem der Konsument am unteren Einkommensende, der jetzt richtig Schwierigkeiten kriegt. Kein Wunder, die Leute haben bis zum Get-No ihre Kreditkarten ausgereizt, zahlen dafür Zinsen von über 20%. Das muss man sich vorstellen, allein der Zinseszinseffekt wird diesen Leuten gerne zum Verhängnis. Und das könnte auch Joe Biden dann zum Verhängnis werden. Denn wenn du solche Zufriedenheitswerte hast bei den Konsumenten, wie sie aktuell durch die Verbraucherstimmung angezeigt wird, dann hast du eigentlich keinerlei Chance, die Wahlen zu gewinnen. Hier sehen wir mal die verschiedenen Zyklen, hier schon eine etwas ältere Grafik, aber die zeigt, wenn ein bestimmtes Niveau unterschritten wird bei der Verbraucherstimmung, dann hat der amtierende Präsident, wenn er nochmal antritt, praktisch überhaupt keine Chance. Und interessant ist auch, der Vergleich zwischen dem S&P 500 und eben dieser Verbraucherstimmung, die oft ein Frühindikator ist für das, was die Aktienmärkte machen. Mal sehen, ob es diesmal wieder so kommt. Eins ist aber klar, wir haben jetzt eine deutliche Verschlechterung der US-Konjunkturdaten gesehen, weswegen der City Economic Surprise Index deutlich jetzt nach unten gegangen ist, während die Rate Cut Expectations, also die Zinssenkungserwartungen am Freitag, wieder deutlich unter Druck gekommen sind, man also weniger Zinssenkungen erwartet, eben weil die Konsumenten offenkundig von einer höheren Inflation ausgehen. Ob das wirklich dann richtig ist, das wird man sehen. Aber eins sieht man jetzt schon, die Generation Z, also die jungen Leute, die sind schon massiv verschuldet oder viel stärker verschuldet als die Millennials vor ihnen. Wir sehen, die haben viel höhere Kreditkartenschulden, die haben höhere Schulden bei Autokrediten, die haben vor allem höhere Mortgage-Verschuldung, also höhere
Hypothekenkredite am Laufen. Das heißt, die sind Oberkante, Unterlippe und viel Platz ist da nicht mehr. Also müsste ja eigentlich die Fed die Zinsen senken, wenn das denn geht. Jerome Powell will die Zinsen senken, das spürt man. Irgendwie die Frage ist nur, kann er es? Die Fed Fund Futures, die Sie hier unten sehen, rechnen mit der ersten Zinssenkung am 18.09., also bei der drittnächsten Sitzung, 12.06. ja die nächste, 31.07. dann die übernächste und dann 18.09. die Sitzung, wo die Zinsen dann fallen sollen. Aber wir bekommen ja in dieser Woche die Erzeugerpreise, diesmal vor den US-Inflationsdaten. Ungewöhnlich, wird nur zweimal in diesem Jahr passieren, passiert sonst ganz selten oft. Und allermeistens sind die Erzeugerpreise deutlich nach den Inflationsdaten. Dementsprechend wird man da sehr genau drauf gucken. Das eine sind die Kosten für die Unternehmen, das andere sind die Kosten für die Konsumenten. Und eins ist klar, die höheren Kosten bei Unternehmen werden dann von diesen Unternehmen gerne weitergegeben an die Konsumenten. Deswegen ist das eine Art Frühindikation, man nennt es auch Pipeline-Inflation, diese Erzeugerpreise. Und wir sehen seit einigen Monaten, seit Ende letzten Jahres oder seit Jahresbeginn im Mindesten, geht dieser Trend bei den Erzeugerpreisen nach oben, genauso wie bei den Inflationsdaten. Also eigentlich jetzt nicht das optimale Umfeld, um die Zinsen zu senken. Aber jetzt auftritt Morgan Stanley, die sagen, ja, es gibt das Risiko, dass die Inflationsdaten am Mittwoch auf der Unterseite überraschen werden und man begründet das vor allem mit diesen Verzögerungseffekten durch die sogenannte Homeowners Equivalent Rent, also die Miete, die Eigentümer verlangen würden, wenn sie ihre Immobilie vermieten würden, etwas schräg, aber hier sind eben starke Verzögerungen von bis zu 6, 9 Monaten teilweise in der Statistikerfassung der Amerikaner der Fall. Deswegen weiß man nie genau, wie das reinkommt und diese Homeowners Equivalent Rent ist massiv, die ist fast oder ist ein Drittel etwa der gesamten Inflationsberechnung. Dagegen sagt Goldman Sachs, anders als Morgan Stanley, naja, wir erwarten, dass die Headline CPI reinkommt, kommt bei 0,37%, das wäre gerundet 0,4% und damit mehr als die Konsenserwartung von 0,3%. Also wir sehen, hier gibt es Widersprüche, aber nur begrenzt, denn von 51 von Bloomberg befragten Ökonomen sind nur 3 der Meinung, dass die Zahl nicht bei 0,3% reinkommen wird. Wichtig wird eben auch dann sein, die Kerninflation. Hier hofft man auf einen Wert von 0,3%. Manche sagen aber, es könnte höher sein. Auch hier natürlich wieder alles möglich und das Gegenteil. Andreas Deno Larsen jedenfalls, der einen Indikator hat für den globalen Inflationsimpuls, sagt, der hat im April ein neues Hoch erreicht. Da sind Frachtraten dabei für Container, Rohstoffpreise, all das ist ja ein Faktor. Und insgesamt, wenn wir uns gerade die Erzeugerpreise nochmal anschauen, haben wir ja durch die ISM-Indizes und deren Preiskomponenten gesehen, sowohl im Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor, dass da die Preise deutlich nach oben geschossen sind. Wäre also überraschend, wenn die Erzeugerpreise jetzt irgendwie niedriger ausfallen würden, aber die Amerikaner sind bekannt für Adjustments, Seasonal Adjustments, so wie letztes Mal bei den Erzeugerpreisen, als man hier die Energiepreise seasonal adjusted hat, auf eine sehr merkwürdige Weise. However, kommen wir zu die Aktienmärkte, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, die sind eben in der letzten Woche Hoffnung auf Zinssenkungen gestiegen. Wir sehen hier diesen Doji unten in diesem Chart. Ich hoffe, das können Sie erkennen. Sind über die 5200er Marke gestiegen, haben diesen Widerstand und dieses Gap überwunden. Und vor einer Woche hieß es noch, souring profit outlook threaten S&P's 20% Rally. Also da nahm man Bezug auf die doch meistens relativ schwache Guidance der Unternehmen, den Ausblick also der Unternehmen. Jetzt lesen wir, Wall Street is sending a bullish signal for S&P 500 earnings. Also wir sehen, die steigenden Kurse produzieren andere Headlines, obwohl die Fakten eigentlich dieselben sind. Wir haben auch in der letzten Woche jetzt nicht allzu großartige Zahlen von US-Unternehmen gesehen. Und Treiber könnten einer Rallye, könnten weiterhin mechanische Prozesse sein, etwa Hedgefonds, die teilweise unterpositioniert sind in Aktien. Wir haben die Buybacks um und bei 5,5 Milliarden Dollar pro Tag und wir haben natürlich wieder eine gestiegene Geldmenge M2, dazu dann die geplante
die Reduzierung der Bilanzreduzierung, so könnte man sagen, durch die US-Notenbank. Ob es wirklich Zinssenkungen in 2024 geben wird, weiß man nicht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Situation, in der diese Stimuluspolitik der beiden Regierungen, die wahrscheinlich nicht mehr lange so weitergehen kann, diese Inflation auch letztendlich maßgeblich erzeugt hat. Und das widerspricht genau dem, was uns Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler im Jahr 2020 erzählen wollten. Die sagen, naja, das wird keine Inflation, dieser Stimulus wird keine Inflation generieren. Doch genau das ist passiert. Wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten kommen, sehen wir ein auffälliges Phänomen. Mit Abstand bester Index derzeit Utilities, also die Versorger. Dazu laufen auch Consumer Staples gut, auch das ein defensiver Sektor, und Finanzwerte laufen gut. Also Utilities und Consumer Staples, absolut defensive Sektoren. Consumer Staples sind Dinge des täglichen Bedarfs, so Colgate, keine Ahnung, Haarwaschmittel, Rasierschaum und so weiter und so fort. Wir sehen also, dass defensive Sektoren diese Rallye anführen. Jetzt kann man fragen, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wir sehen, dass eine Outperformance von Utilities immer in Endphasen einer Rallye stattgefunden haben, bevor es dann einen Einbruch an den Märkten gegeben hat. Mal sehen, ob das wieder so kommt, aber es gäbe auch eine Erklärung für Utilities. Hier zum Beispiel Goldman Sachs, ja so ein Top-Performing-Basket, vor allem mit Stromnachfrage begründet. Da sind also vor allem Firmen drin, die von gestiegener Stromnachfrage profitieren. Und das ist wahrscheinlich eben aufgrund dieser Data-Centers, die eingerichtet werden, um eben KI und so weiter. Und Sie wissen, da ist also offenkundig, wird erwartet, dass der Stromverbrauch massiv steigt, weswegen diese Unternehmen gut performen. Allerdings haben wir heute jetzt aus Taiwan Daten bekommen, die dieses Narrativ ein bisschen in Frage stellen. Wir sehen Electronic Component Shipments minus 17,7% zum Vorjahresmonat und vor allem Semiconductor Exports durch Taiwan, und das sind ja die maßgeblichen Exporteure von Semiconductors, von Halbleitern, also TSMC, die für Nvidia und andere diese Dinge herstellen, diese Chips herstellen. Da sehen wir, dass offenkundig die Zahlen nicht so toll sind. Also schwierige Ausgangslage insgesamt, und in diese schwierige Lage, wo vor allem das untere Ende der Konsumenten offenkundig ein Riesenproblem hat, wo auf der anderen Seite die Firmen wohl bald nicht mehr in der Lage sein werden, ihre Preise deutlich zu erhöhen. Auf der anderen Seite aber der Inflationsdruck, wie viele Parameter zeigen, nach wie vor sehr hoch ist. Muss sich jetzt Paul äußern, und der hat sich relativ kurzfristig mal einen Termin reingebucht bei der Niederländische Bank. Das ist also die holländische Zentralbanken unter ihrem Präsidenten Knot. Da wird es morgen 16 Uhr eine moderierte Diskussion geben. Weiß man nie genau, was Paul zur Geldpolitik oder ob er etwas zur Geldpolitik sagen wird. Wahrscheinlich aber schon. Und das kurz nachdem die Erzeugerpreise am Dienstag 14:30 gekommen sind. Schauen wir uns die charttechnische Lage an. Wir sehen den VIX massiv überverkauft inzwischen. Wir sehen da eigentlich eine bullische Wedge, die doch dafür sprechen müsste eigentlich, dass da bald etwas nach oben kommt. Bei der Vola wäre dann tendenziell Aktien negativ. Wir sehen, kaum jemand ist short, sowohl im SPY als auch im Triple Q, das Open Short Interest minimal. Wir haben gesehen, dass die 10-jährige Anleiherendite ihren Aufwärtstrendkanal gehalten hat, während der S&P 500 hier, wie gesagt, so ein Doji gebildet hat, also eine Unsicherheitskerze, könnte man sagen. Und Gott sei Dank hat man offenkundig hier die großen Tech-Aktien, denn ohne die Tech-Aktien würden praktisch die Gewinne komplett seitwärts laufen, würden wahrscheinlich auch die allermeisten Aktien seitwärts laufen seit einigen Jahren. Also es sind die Tech-Werte, die so ein bisschen das Bild aufhübschen und den Aktienmarkt attraktiver sein lassen, als er wahrscheinlich ist. Wir sehen auch das Equity Risk Premium, also praktisch die Prämie, die du bekommst, dass du, wenn du Aktien kaufst, ein größeres Risiko eingehst, als wenn du zum Beispiel US-Staatsanleihen kaufst. Die ist auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Mal sehen, ob eben auch diese Konsumenten die entscheidende Rolle spielen werden. Das werden wir dann wahrscheinlich bei den Einzelhandelsumsätzen in den USA sehen. Aber China spielt auch eine Rolle. Hier hat man sich jetzt entschlossen, 140 Milliarden Dollar an Anleihen, Staatsanleihen auf den Markt zu werfen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stimulieren. Wir haben nämlich gesehen,
dass das Kreditwachstum das erste Mal sogar negativ war. Auch Loan Growth Disappoints, also die Löhne steigen nicht so richtig. All das zeigt, dass man irgendwie am Ende seines Lateins ist und jetzt wieder die Antwort gibt, naja, dann müssen wir mehr Schulden machen. Wir sehen, dass immerhin jetzt Country Garden offenkundig mit Hilfe der Regierung eine Anleihe bedient hat. Immerhin, also wir sehen aus China, sehen wir deflationäre Impulse, die allerdings versucht werden, jetzt zu bekämpfen durch die Zentralregierung. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen zwischen Zinshoffnung und Angst vor Konsumschwäche. Ich glaube, das bringt es genau auf den Punkt. Die Aktienmärkte haben die Zinshoffnung, ignorieren allerdings eben die Kehrseite dieser Medaille, dass die Fed vielleicht die Zinsen senken muss, eben weil immer mehr Konsumenten Schwierigkeiten bekommen. Was ist da zu erwarten? Wie ist das große Bild? Erste Empfehlung, gerne über Social Media weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung zeigt so ein bisschen das Mindset vieler Investoren. Nvidia wird als Schutz vor Inflation mit Gold auf ähnlicher Ebene gesehen. Das ist lustig. Nvidia wird alles andere als eine sichere Firma sein in absehbarer Zeit. Anders als Gold, aber auch das hochinteressant. Bitte da mal reinschauen und gerne auch weiterempfehlen über Social Media. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.